Hallo, entschuldigt erstmal, dass letzte Woche kein Video von mir gekommen ist, aber das Wetter war einfach zu schön und ich hoffe, ihr habt auch das schöne warme Wetter genießen können. Und passend dazu habe ich mir gedacht, mache ich heute ein Video zu meinen Summer Essentials und zeige euch, was ich da so im Sommer immer dabei habe oder ohne die ich nicht leben kann und die ich im Sommer ganz besonders im Gebrauch habe. Und da zeige ich euch zu den Themen Fashion, Beauty und Lifestyle so ein paar Dinge. Und ich fange mal mit meinem Lieblingsthema an, und zwar Mode. Und die erste Sache ist eigentlich so ziemlich offensichtlich, und zwar sind das Sonnenbrillen. Und ich zeige euch mal meine Lieblingssonnenbrille, das ist die hier. So sieht sie aus, so leicht Cat-Eye. Ich finde, das passt am besten immer zu meiner Gesichtsform. Und ja, die passt einfach immer, weil sie ganz simpel schwarz ist, aber ja, die Form finde ich cool. Letzte Woche habe ich mir noch eine neue Sonnenbrille bestellt und zwar wollte ich immer eine von diesen verspiegelten Sonnenbrillen haben und da habe ich eine bei Le Specs gefunden und zwar diese hier. Ich setze mal auf und die finde ich einfach richtig, richtig cool. Also die Farbe poppt so richtig raus und einfach diese Spiegelung gibt nochmal so ein gewisses Etwas und außerdem mag ich das, wenn ich die aufhabe, dass man die Augen nicht sehen kann und dann kann ich immer so rumgucken und Leute angucken, ohne dass sie sehen, dass ich sie angucke. Und ja, dieses Modell habe ich auch noch nicht so oft gesehen. Es gibt von Le Specs auch noch so ein richtig cooles Modell, mit, was so ein bisschen rötlich ist und wo die Form einfach eigentlich noch mal besser zu meinem Gesicht passen würde. Zu meinem Gesicht passen würde, aber die haben einfach schon so viele. Da dachte ich mir, nehme ich mal das und irgendwie gefällt mir die Farbe dann doch noch besser. Und dann habe ich eigentlich noch eine Brille, die ich mir im letzten Jahr gekauft habe. Und zwar ist das diese schöne Prada-Brille mit so einem Havanna-Rahmen und so richtig großen Gläsern. Ich setze sie mal auf. Die ist auch total schön, aber für mich ist sie irgendwie doch zu glamourös. Irgendwie, ich habe sie nicht so oft getragen, weil sie halt sehr, ich finde sie nicht so groß und man sieht gleich so schick aus irgendwie. Und irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie passt das nicht so ganz, doch nicht so ganz zu mir. Und deswegen habe ich sie auch in meinen Online-Shop reingestellt. Also falls sie jemand abkaufen möchte, der klickt mal unten dann auf den Link vom Online-Shop. Aber ja, so viel zu den Sonnenbrillen im Sommer. Kommen wir mal zu der nächsten Sache. Und zwar eigentlich auch relativ offensichtlich. Und zwar sind das Sandalen. Also ja, einfach ganz luftiges Schuhwerk, das man am besten ganz, ganz schnell anziehen kann. Und da zeige ich euch mal zwei meiner Liebsten momentan. Und zwar ist es zum einen dieses silberne Paar Sandalen. Das war mal von Zara. Ich glaube, habe ich die im letzten Jahr gekauft? Entweder im letzten Jahr oder im Jahr davor. Ja, die sind so silber und haben so eine Kristallapplikation. Ich glaube, die haben vielleicht dieses Jahr sogar nochmal ähnlich, also zumindest so silberne. Aber die habe ich immer ganz gerne getragen und trage sie jetzt immer noch furchtbar gerne, weil die werten einfach jedes Outfit sofort auf, weil sie einfach so schön ne, bling bling und mit dem Silber finde ich das immer ganz schick. Aber die sind trotzdem noch irgendwie so cool, also nicht zu elegant und schick, aber sehr bequem dabei und trage ich einfach so richtig gerne im Sommer. So, das nächste Paar Schuhe ist so eins von den Sachen, die man entweder liebt oder hasst. Und zwar sind das Birkenstocks. Das sind diese Sandalen oder Pantoletten eigentlich mit diesem Fußbett und die einfach so super bequem sind. Und ich habe jetzt dieses Madrid-Modell. Das ist das mit den einzelnen Riemen. Denn da gibt es ja noch dieses andere Modell, das Arizona-Modell mit den zwei Riemen. Das haben immer ganz häufig Leute, aber ich glaube, zu meinen Schuhen finde ich einfach die einzelnen Riemen schmeichelnder, weil ich halt relativ kleine Füße habe. Und diese Schuhe sind ohne Mist so, so bequem, wie immer alle sagen. Also seit dem ersten Mal, wo ich die angezogen habe, will ich die eigentlich nur noch anziehen, weil es ist auch super leicht, wenn man rein und raus schlüpfen kann. Das Fußbett ist halt wirklich, wirklich angenehm, vor allem wenn man einfach nur diese ganzen modischen, flachen Sandalen gewöhnt ist, die einfach gar nichts für den Fuß machen. Da sind die einfach mal so eine richtig schöne Abwechslung für den Fuß. Und outfitmäßig schlagen die sich eigentlich ganz gut. Also die sehen echt meistens ganz cool aus. Und da sind die echt dieses Jahr mein idealer Begleiter im Sommer. Und ich überlege auch, ob ich mir noch ein paar hole. Vielleicht eins in 36, weil das habe ich jetzt in der 35 gekauft. Weil manchmal ist es besser, eine Nummer runterzugehen bei den Birkenstocks. Aber ich habe letztens im Laden eins in 36 anprobiert, was glaube ich nochmal eine schmalere Breite hatte. Und das in der 36 und das hat perfekt gepasst. Da gucke ich mal, ob ich mir dann eins in so normalen Leder kaufe oder mich vielleicht doch an den Arizona Strand probiere. Mal sehen. Aber ja, auf jeden Fall Must-Have im Sommer.
Bei dem nächsten Must-Have handelt es sich um eine Kopfbedeckung und zwar ist das so ein Turban. Da blende ich euch mal ein Foto ein, wie ich den Turban in Marokko anhatte. Das hat echt so meine Kopfhaut gerettet, weil ich einfach gar nicht auf Kopfbedeckung geachtet habe und dann mega den Sonnenbrand auf der Kopfhaut bekommen hat. Das war ziemlich schmerzhaft irgendwie und da kannst du ja auch nicht eincremen, ne? Geht ja schlecht. Ich habe dieses Tuch hier verwendet, das ist mal von Sarah gewesen und ich zeige euch mal, wie ich den Turban mache. Eigentlich geht das ganz einfach, aber ich hoffe, ich kriege es jetzt hier auf der Stelle hin. Das ist jetzt eigentlich hier so ein ganz, ganz großes Tuch und das falte ich einmal so in der Mitte. Und dann falte ich das einmal quer, sodass da ein Dreieck entsteht. Also so jetzt ungefähr. So, und dann drehe ich das so ein bisschen ein, sodass das Dreieck ein bisschen kleiner wird. Und dann lege ich mir das auf den Kopf. Und, Moment. Hier so mit der Spitze nach vorne. Oh. Und dann nehme ich so die zwei Schlaufen. Und das einmal hier vorne so, sagt man, überkreuzt. Und dann am besten nochmal überkreuzen. Weil dann hat man da so einen coolen Knoten irgendwie. Und dann geht man damit nach hinten und bindet es da so zusammen. Einmal reicht. Und dann steckt man die Enden einfach hier so an den Seiten dran. Und dann vorne das steckt man das auch nach vorne rein. Gut. So, ist jetzt vielleicht nicht ganz perfekt geworden, aber ungefähr so funktioniert das Prinzip. Und so ein Turban ist halt mega praktisch im Sommer, wie gesagt, wegen Sonnenbrand und so weiter. Und ist halt nochmal was anderes als so Cappies oder Hüte. Hüte finde ich eigentlich ganz cool, aber trage ich einfach gar nicht, weil manchmal finde ich, ich habe halt nicht so das Hutgesicht irgendwie. Und die fliegen ja auch immer so weg. Und so ein Turban sitzt einfach auch fest auf dem Kopf dran. Ist halt vielleicht erstmal ungewohnt, weil es so sehr fest ist, aber irgendwann spürt man es nicht mehr. Ist jetzt auch, wird auch, finde ich, jetzt nicht so ganz so warm auf dem Kopf. Also geht und wenn man Bad Hair Day hat oder so, dann verdeckt es ja auch irgendwie alles. Und ja. So, das waren meine Essentials zum Thema Fashion. Und ich mache mal mit Beauty weiter und da zeige ich euch als erstes mal eine ganz raffinierte Sache, die im Sommer super, super praktisch ist. Und zwar ist das Gesichtswasser aus der Sprühdose. Also meistens Thermalwasser oder Thermalwasser mit so Fruchtextrakten gemischt oder Ölen. Ich habe hier zum Beispiel das Hydra Bio Boom oder wie auch immer französisch von Bioderma. Und hier so ein Grape Water von Caudalie. Und hier, das kennen bestimmt viele, das von Avène, das Thermalwasser. Da gibt es dann von La Roche-Posay zum Beispiel auch ein Thermalwasser. Oder hier das Eau de Beauté von Caudalie. Und das ist einfach super, super erfrischend im Sommer. Also wenn man draußen ist und man ist schon so total aufgeheizt von der Sonne, dann sprüht man sich das einfach überall hin, wo man will. Also meistens ins Gesicht. Oder ich finde es auch am Nacken ganz angenehm. Oder einfach auf die Beine, sonst wo. Auf jeden Fall ist man so total erfrischt sofort. Oder wenn man so einen anbahnenden Sonnenbrand hat, dann ist das auch sehr, sehr beruhigend für die Haut. Wem das jetzt zu fancy ist, der kann einfach auch Leitungswasser in Sprühflaschen abfüllen und die dann mitnehmen. Aber Thermalwasser hat halt nochmal diese ganz beruhigende Wirkung. Und außerdem gibt es diese Produkte einfach immer in so ganz praktischen Größen. Also hier sowas kann man einfach ganz gut in die Handtasche stecken und dann mitnehmen. Na jedenfalls, ich gönne mir das im Sommer immer ganz gerne und finde es einfach super praktisch und angenehm und deswegen mein Summer Essential. Als nächstes habe ich eine Sache, die in diesem Video auf gar keinen Fall fehlen darf und zwar sind das Nagellacke. Weil im Sommer greift man einfach nochmal zu ganz anderen Farben und traut sich einfach zu anderen Farben heran, an anderen Farben heran. Und ja, da habe ich zum einen natürlich Essie Blanc, der weiße Nagellack. Und den trage ich ganz besonders gerne auf den Fußnägeln, weil ja, das ist einfach super unkompliziert, weil die Farbe dann einfach zu jedem Schuh passt und die Füße irgendwie nochmal so nochmal edler aussehen lässt irgendwie. Also man sieht so super gepflegt und hergerichtet aus irgendwie. Also ja, auf den Fußnägeln, aber auch auf den Fingernägeln finde ich die Farbe einfach super. Und bei der Farbe muss ich mich echt zusammenreißen, dass ich die nicht immer auftrage auf meinen Nägeln.
Aber zum Glück gibt es da ja auch andere schöne Farben, wie zum Beispiel diese hier. Das ist so ein richtiges schönes Korallrot und das ist jetzt von Yves Saint Laurent in der Nummer 5. Und das habe ich jetzt auch auf den Nägeln drauf gemacht. Und ja, das ist auch so eine richtig schöne Sommerfarbe, finde ich. Sieht super aus zu brauner Haut. Ist so eine schöne knallige Farbe, aber nicht ganz so klassisch wie Rot, sondern so nochmal, ja, nochmal was anderes irgendwie. Also ja, beautymäßig einer von meinen Essentials. Und dann habe ich noch als nächstes was für die Haare. Und zwar liebe ich ganz besonders Sea Salt Sprays. Und da habe ich hier das Ocean Mist von Szechuan. Ja, wie auch immer man das ausspricht, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Jedenfalls ist das mein allerliebstes Sea Salt Spray. Also ich habe schon so einige ausprobiert und das ist mit Abstand das Beste, finde ich. Und es riecht auch irgendwie ganz interessant, so zwar ein bisschen männlich, aber doch relativ frisch. Ja, und Sea Salt Spray sprüht man sich so auf die Haare, am besten, wenn man sich Locken gemacht hat oder nur so leichte Wellen, um halt nochmal so diese Griffigkeit und so ein bisschen, ja, so, die so ein bisschen crunchy zu machen. Also als ob die Meeresbrise und das Meersalz die Haare so verwuschelt gemacht hat. Ja, jedenfalls gibt das nochmal so ein bisschen Struktur in den Haare und macht es so ein bisschen natürlicher. Also ich habe es jetzt nicht drauf gemacht, aber ich fasse es immer so an. Ich mache das ganz gerne, wenn ich vom Vortag noch die Locken habe und die so ein bisschen, ja, so rausgegangen sind und dann Sea Salt Spray rein, dann ist das nochmal so ein richtig cooler Look. Oder ich sprühe die Haare an und wickel sie dann in einem Dutt und ja, dann was dann rauskommt, ist dann auch eine schöne Frisur. Also da könnte ich jetzt so ewig drüber weiterreden. Ich habe ja ganz viele verschiedene Sea Salt Spray ausprobiert und auch so generell Volumensprays und sowas. Also wenn ihr mal so ein Video, so ein ausführlicheres Video über all die Produkte sehen wollt, dann könnt ihr mir das ja gerne mal in den Kommentaren schreiben. Jedenfalls ist das mein allerliebstes Sea Salt Spray und mein absolutes Muss im Sommer. Jetzt bin ich bei der letzten Kategorie angelangt und zwar habe ich das mal so Lifestyle genannt, also alles andere sozusagen. Und da fange ich mal mit was zu essen an und zwar esse ich im Sommer furchtbar gerne Sonnenblumenkerne. Also das sind diese Kerne hier, die man so knabbert. Oder auch super gerne Kürbiskerne, fast schon lieber als Sonnenblumenkerne. Und die hole ich immer ganz frisch geröstet und gesalzen beim Türken direkt. Und das ist einfach super entspannt, die zu knabbern, egal ob auf den Balkon oder im Park oder sonst wo. Und natürlich achte ich darauf, dass ich die Schalen nicht einfach so auf den Boden werfe, sondern im Müll, steht auch extra auf der Packung. Die Kerne sind auch ganz gesund, also ganz besonders Kürbiskerne. Und das ist einfach so der ideale Snack für dich im Sommer. Und als nächstes habe ich noch eine Sache zum Essen, aber das habe ich jetzt gerade nicht zu Hause. Jedenfalls ist das Melone mit Feta-Käse. Also, oh, ich kann nie wieder Melone ohne Feta zusammen essen. Also das ist einfach so die perfekte Kombination einfach von Geschmäckern irgendwie. Also einfach dieses Frische von der Melone und dieses Würzige vom Feta-Käse, das ist einfach echt das Beste. Gerade im Sommer ist das super erfrischend und ja. Oder auch Feta-Käse mit roten Weintrauben ist auch richtig lecker. Aber ja. So, jetzt die letzte Sache, auf die ich im Sommer auf gar keinen Fall verzichten kann. Und zwar ist das mein Fahrrad. Und zwar fahre ich einfach super gerne Fahrrad, weil man damit super flexibel ist. Also jetzt nicht, wenn es gerade irgendwie, keine Ahnung, was wie viele Kilometer sind, aber so machbare Strecken auf jeden Fall ja mit Fahrrad. Gerade wenn man abends dann irgendwie spät nach Hause fährt, dann ist man ja einfach unabhängig von den Verkehrsmitteln und macht einfach super Spaß. Also ich bin auch eher so ein Spazierfahrradfahrer, also nicht so ein ganz schneller, vielleicht nur manchmal. Und ich blende euch mal mein Fahrrad ein. Das ist so ein ganz altes Klapprad, was wir mal von unseren Nachbarn abgekauft haben. Das war so super, voll der Glücksgriff irgendwie, weil der nur 30 Euro dafür verlangt hat. Hallo? Und das ist jedenfalls das ideale Fahrrad für mich, weil ich halt relativ klein bin. Und da hatte er noch ein Damenfahrrad, was dann meine Schwester bekommen hat. Und das blende ich euch auch mal ein, weil es ein super schönes Fahrrad ist. So grün und ja, diese, wie nennt man das, diese Bleche sind noch so richtig schön verchromt. Und die Lampe ist so schön alt. Das ist mir leider zu groß, aber ich habe ja mein Klapprad. Und ja, das ist auf jeden Fall, das glaube ich, das ultimative Must-Have im Sommer für mich. So, das waren all meine Summer Essentials. Also die Dinge, die ich im Sommer ganz besonders mag und immer dabei habe oder ohne die ich nicht leben kann. Mich würde da interessieren, was so eure Summer Must-Haves sind. Schreibt mir das einfach mal in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns hoffentlich nächste Woche wieder in einem Video. Und bis dahin, genießt das schöne Wetter und esst viel Kürbiskerne. Und bis dann. Tschüss. Must-Haves für den...